Willkommen zu den Freedom News. Berlin-Spandau. Vergangenen Samstag ließ es sich die Freedom Parade zusammen mit Wir sind viele entgegen den Schikanen der Polizei erneut nicht nehmen, durch Berlins Straßen zu ziehen. Captain Future verbrachte den Großteil der Demo in der Gefangenensammelstelle West. Auf der After-Demo-Party dauerte es nicht lange, bis auch hier die Polizei auf und die Tür einschlug. Doch alles, was sie vorfanden, war eine gemütliche Runde beim Sekt. Den kompletten Bericht finden Sie unter dem ersten Link in der Beschreibung dieses Videos. Repressalien für Demonstranten weiten sich aus. Nachdem die Freedom Parade ein Jahr lang seine Pritsche bei Robben und Vinties gemietet hat, musste Captain Future nun erfahren, dass er nie wieder dort ein Auto mieten dürfe. Die Wagen wären sowieso nicht für die Nutzung bei Demos gestattet und nachdem ein Geschäftspartner Druck ausgeübt hatte, sähe man sich nun zu diesem Schritt gezwungen. Und nun die Demo-Aussichten für Berlin für die kommenden 2 Wochen. Am 13.04. ab 10 Uhr werden zur Verabschiedung des Infektionsschutzgesetzes Blitz und Donner am Reichstag erwartet. Am 17.04. heißt es wieder, es reicht vor dem Bundesgesundheitsministerium. Ohne Flaggen und Schilder, nur mit Kochlöffeln und Töpfen trifft man sich von Mensch zu Mensch am 24.04. um 14 Uhr am Willy-Brandt-Haus. Und die Freedom Parade zieht offiziell zusammen mit Wir sind viele wieder am 25.04. ab 14.30 Uhr durch die Straßen von Berlin, diesmal durch die Gropiusstadt. Damit hält man das nicht auf. Damit hält man das nicht auf.